angespannte Leine, immer Zug auf der Leine. Das ist das, was ich immer schon mal sagen wollte. Und unsere neue Rubrik, kurz und bündig, ist geeignet für dieses Thema. Man ertappt sich oft, beziehungsweise unsere HundeschülerInnen, da stelle ich es immer und immer wieder fest, vor allem dann, wenn sie nicht mehr so sicher sind oder Sicherheit schaffen wollen, dann gehen sie auf Zug mit der Leine. Das alles schürt natürlich ganz viele Unarten auf. Der Hund braucht das mit der Zeit, kommt fast wie in eine Abhängigkeit und fühlt sich unwohl, wenn er die Leine nicht hat. Man spannt ungewollt den Bogen. Der Hund wird so noch hippeliger, hängt noch mehr in der Leine. Es kann sogar so weit gehen, bis eine, in Anführungsstrichen, Leinenaggression entsteht oder entstehen kann bei Hundebegegnungen. Gleich mehr. Hallihallo und herzlich willkommen im Kompetenzzentrum der Kinologie mit Gabi, unserer lieben Kamerafrau. Hallihallo zusammen. Mit Skrüten, unserem slowakischen Raubart. Und mein Name Ueli Bertschi. Heute das Thema kurz und bündig, was ich schon immer mal sagen wollte. Zug auf der Leine, ein übles Thema, das immer und immer wieder zu Negativverhalten beim Hund führt oder führen kann. Aber bevor das es losgeht, vielen Dank, für dass ihr den Kanal so rege besucht, ihn abonniert habt. Wenn nicht, dann sofort das Nachholen, die Glocke nicht vergessen, dann verpasst ihr überhaupt kein Filmchen mehr von uns. Und uns freut natürlich jeden Kommentar. Das ist top. Vielen Dank für die letzten Kommentare. War so nett und so süß von euch. Also, unter dem Motto kurz und bündig, was ich schon immer mal sagen wollte, dieses Zug auf der Leine. Ich glaube, das fruchtet ganz häufig daraus, dass der Hund halt einfach zerrt. Das ist Fakt. Der Hund zieht, zerrt und man möchte ihn ruhig stellen und das Ruhigstellen macht man dann so, indem dass man wirklich so mit verkrampft, mit angespannter Leine dasteht. Wenn man am Laufen ist, ist es natürlich dasselbe. Man hat immer wieder diesen Zug drauf. Ah, genau. Und man führt eigentlich den Hund wie eine Seilschaft in den Bergen, so am Sicherungsseil und benutzt die Leine zum Lenken, zum Manövrieren, aber nicht zum Führen. Ich glaube, das ist der Hauptgrund und das Hauptthema des Übels. Also, gewöhnt ihr also in dem Fall immer an, lieber ein bisschen Distanz machen. Die Leine hängt durch, man kann sie auch richtig gut in der Hand halten, aber so, dass der Hund selbstständig, frei hier auf diesem Block sitzt und nicht dieser Zug entsteht, weil wenn man den Zug loslässt, dann macht es Bumps und der Hund ist weg. Also hat die Leine nur Sicherungsfunktion, aber niemals Führungsfunktion. Wenn man das will, dass die Leine Führungsfunktion hat, dann nutzt man auch solche Fehler. Da, ja, du warst schneller als ich. So vielleicht einen kleinen Ruck, das bringt den Hund garantiert nicht um, da passiert auch nichts dem Nacken und so, sondern hier ist halt einfach das Ruckeln ein Aufmerksamkeits,
Signal, so, du musst mal aufpassen, musst gucken, da erreichst du einfach am meisten. Wenn du aber so auf Zug bist, kannst du keine Signale mehr geben. Und es ist noch viel, viel schlechter, einen ständigen Zug hier auf der Leine zu halten, als ab und zu hier zu ruckeln. Also keine Hemmungen vor so etwas. Ja, also passt auf mit diesem Zug an der Leine. Wenn nämlich man unterwegs ist und es kommt zu einer Hundebegegnung. So, also ich bin am Laufen, ich habe den Hund auf Zug und nehme ihn hier so zur Seite, weil ja, genau, weil da jetzt ein Hund kommt, ich sichere noch dreifach, dass ich den Hund halten kann, dann ist es nämlich nichts anderes als den Bogen zu spannen, so dass jawohl, super. Den Bogen zu spannen, so dass der Pfeil noch schneller weggeht. Das heißt also, wenn der Hund nahe genug ist, dann ist das schon Kampf. Sonst empfehle ich euch, geht mal so zu den Mondeoring-Leuten oder zu den Schutzhunde-Leuten, mal gucken, wie die den Biss, den guten, kräftigen, schnellen Biss provozieren, indem sie nämlich hier genau das machen, gewollt, was wir ungewollt machen. Wir bauen Spannung auf. Ja, genau. Geh mal. Genau, pack das Zeug. Und jetzt ist es halt umgekehrt viel besser, wenn die Leine so locker ist und man aber hier richtig hält, dass, wenn es dazu kommt, dass man unglaublich schnell reagiert. Dünne. Ja, super. Und korrigiert. Und zwar am besten halt nicht schimpfen, weil der Hund da sein Ding macht, weil jetzt ein anderer entgegenkommt, sondern indirekte Korrektur, dass man auf einen Sitz, ein korrektes Sitz, ein ruhiges Sitz appelliert, also von ihm abverlangt. Skriddy. Hey. Ja, super, genau so. Da kann man auch wieder mit Zuckerbrot und Peitsche, also mit Belohnen, Timing von Lob und Tadel arbeiten, indem dass man dem Hund sagt, so, wenn du das gut machst und so, dann kriegst du natürlich auch Leckereien. Wenn du dich nach vorne stürzt, dann kommt die Korrektur, weil er ja das Sitz verlässt und nicht, weil er das Gegenüber angreifen möchte. So, ist brav, tipptopp. Genau. Also, ständiger Zug auf der Leine ist eine Schwäche von uns Menschlein, weil wir da halt ein Hilfsmittel missbrauchen. Wenn wir das hinkriegen, dass die Leine durchhängt und wir die nur noch als Führungsinstrument benutzen, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Wie der Dirigent seinen Dirigentenstab oder wie der Reiter sein Zaumzeug. So benutzen wir natürlich auch hier Leine, Halsung, um zu führen und nicht zu sichern. Sichern nur im letzten Moment. Denken wir daran, die Hunde sind einfach vermutlich zu leicht, in Anführungsstrichen zu leicht, weil wir es immer noch schaffen, die so zurückzuhalten. Wenn wir so große, schwere Hunde hätten, wie zum Beispiel die Pferde sind, so 500, ab 500 Kilo aufwärts, dann würden wir uns vom ersten Augenblick an viel, viel mehr bemühen, dass wir die Hunde führen könnten. So, jetzt aus die Maus. Ich habe lange genug für kurz und bündig gequatscht. Ich wünsche euch natürlich viel Erfolg beim Umsetzen von dieser Übung. Macht's gut, bleibt gesund und immer schön negativ. Tschüssi, ciao, ciao. Tschüss. Super gesehen, bravo. Ah, oh, ist gut gesehen.